Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Black Ops 6. Wir sind immer noch in dieser Multiplayer Open World Map, so wollte ich sagen. Ich habe übrigens hier schon den Scout-Werfer da abgeschlossen, müssen wir nur noch da unten machen und das werden wir auch tun. Habe ich vielleicht hier andere Waffen, weil ich will nicht dieselbe hier mal schleppen. Liegen die vielleicht hier hinten? Hier liegt eine M4. Okay. Achtet auf die Raketenstellungen. Ja, wenn wir die ausschalten, haben wir die Lufthoheit. Ach, man braucht nicht mal Lufthoheiten. Vor allem, wie die das mal sagen. Lufthoheit. Okay, dann nehmen wir einfach die Waffe jetzt. Eine schicke Sniper vielleicht. Ja, passt doch. Gut, dann driven wir doch los. 700 Meter. Das schaffen wir. Weggabelung voraus. Das ist eine Weggabelung. Ach so, ich weiß, was sie meint. Warum sagen die immer so komische Begriffe dazu? Ich höre Schüsse von rechts. Hinter den Dünen. Vorsicht! Hier spricht Lieutenant Colonel Bannon von der Delta Force. Er bitten sofortige Unterstützung. Ja, was ist hier für ein Krieg? Okay, Sie, Jungs. Entdeckung. Stehen beim Heli unter schwerem Beschuss. Okay, Mörser geht gerade nicht. Lädt sich auf. Er bitte Unterstützung. Das sind unsere Feinde. Das Team ist verletzt und der Vogel am Boden. Keine Sorge, Unterstützung kommt. Cool. Kein Problem, wir sind gleich beim Heli. Das war der letzte. Ich rette gerne den Tag. Wir sollten nach Bannon sehen. Soldat, woher zum... Ach, ganz egal. Du musst einen Luftschlag rufen. Das Terminal ist im Heli. Los! Verstanden. Hier Diesel 2-1. Nähere mich eurer Position. Halte durch, bis ich da bin. Luftschlag kommt. Halte durch, bis sie hier sind. Oh nein. Unsere Wagen rollen an. Lancaster. Sie versuchen uns einzukesseln. Ja, wir brauchen Medic. Kann ich den aktivieren? Lädt wieder auf. Diesel 2-1 ist 1 Kilometer entfernt. 1 Kilometer. Okay, nicht mehr lange, Diesel Jungs. Diesel 2-1 in der Luft, suche Ziele. Warten Sie. Achtung, Beschuss in unmittelbarer Nähe. Bereit zum Feuern. Okay, ich musste das jetzt nicht wirklich nachmachen. Okay, warte. Diesel 2-1 einsatzbereit. Diesel 2-1 feuerbereit. Abwurf bestätigt. Feuerfreigabe. Und den letzten. Komm schon. Schön flach und kaboom. Nicht mehr viele übrig. Schaltet sie aus. Diesel 2-1 bereit für Einsatz. Lass den Zeug. Braucht keinen Einsatz. Wartet auf Befehle. Diese 2-1, die können erstmal in der Luft bleiben. Wir brauchen erstmal keine Unterstützung. Gut so. Das wäre erledigt. Gut. Dachte, Jungs. Wir wären gescheitert, bis ihr aufgetaucht seid. Ja, wir sind doch die. Danke. Von einer Delta-Einheit zur anderen. Ja, wir sind doch ein Team. Kann ich hier mit dem Ding fahren? Nö. Rettet die Helikopterbesatzung. Krieg ich dafür einen Bonus? Nettes Abschiedsgeschenk. Ah ja, ich krieg einen Luftschlag. Wir nachdem wir vielleicht für immer bei Delta Force. Delta Force ist auch echt gut. Kommt auch so ein Spiel später noch, das heißt dann auch Delta Hinter Force. Hinter der Erhöhung, seht ihr? Radarschüsseln, südlich von hier. Soll so ähnlich sein wie Battlefield. Ja, mal gucken, wie das wird. So, erstmal, boah, was für ein Jump. Okay, erstmal zum nächsten. Sind Leute schon lange hier draußen? Lang genug. Scout-Werfer. Wenn jemand Infos zu den Scuds hat, dann sie. Da, Vorräte voraus. Nee, sie dürfen unser Zeug nicht klauen. Jungs, ich will jetzt erstmal zum Scout-Werfer. Okay, fahren wir hier Security hoch. Voraus. Jede Menge. Die bewachen sicher etwas Wichtiges. Die letzte Scud-Plattform versteckt sich zwischen der Anlage. Guter Schuss. Gut, Sniper ausgeschaltet.
Oh, wie hier alles nachladen muss. Sehe sie. Warte, wir brauchen Luftunterstützung. Bin auf dem Weg. Alter, das wird ein leiser Tod. Und tschüss! Danke, Delta Funk. Ja, das war's! Jungs, weg hier, weg das hier, wird weg sie hier! Wachrütteln. Weg hier. Wir kehren zum Basislager zurück, sobald du bereit bist, Case. Du hast die Ehre, mich persönlich zu informieren. Sicher! Hey, Brudi. Brauchst du was? Ja, ich hab alle. Alle zerstört. Beeindruckend. Da das erledigt ist, rufe ich gern meine Männer, sobald ihr den Palast angreifen wollt. Greifen wir jetzt an, dann mit dem, was wir haben. Sicher? Na klar doch. Ich gebe den Befehl. Uns in einem Stück rauszuholen. Wäre meine erste Wahl. Na dann mal los. Wir sind fast da. In Ordnung. Das Tor zum Palast ist gleich da vorn. Aufpassen, Leute. Die wissen, dass wir kommen. Oh yeah. Feuer frei. Los geht's, Jungs. Rein, 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 rein. Hallo. Ihr habt Besuch. Da kommen sie! Sniper, Sniper, Sniper. Aufs Dach achten! Sniper! Wir haben Scharfschützen! Einen ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ja, doch, da oben. Gut. Oben ist sicher. Gut. Die Map kennt man doch aus dem Multiplayer, oder? Wenn ich nicht blöd bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, hier, ich kann noch Mörser rufen. Ziel markiert. Das stört das ganze Haus gleich. Wie geil, dass wir jetzt wieder so viel Macht haben und alles zerstören dürfen. Nicht mehr dieses Geheim und und nichts darf zerstört werden. Signal. Ich nehme die Mitte. Okay, ist ein Signal. Feindbewegung am Boden. Stark. Oh. Vorrücken! Ja, warte, warte, warte. Hier ist irgend so ein Signal. Hier drin, ne? Ah, hier. Oh. Dafür brauche ich auch einen Code. Funksignal. Verfolge die Funksignale-Anzeige bei einer starken Reaktion zu sehen ist und suche dann nach der Quelle. Wenn du sie gefunden hast, drehe die Scheiben, bis die Amplitude und Frequenz der beiden Wellenformen übereinstimmen. Was? Ah, ist das so? Okay. Okay, das müsste eigentlich nicht so schwer sein. Ah, ist doch richtig. Ah, jetzt nur die Frequenz. Ne, muss weiter nach links. Jawohl. Passt. 4, 1, 8, 9. 4, 1, 8, 9. Oh, Geld! Geil. Wenn Hessen alle hier rumschießen. Sie fühlen sich zurück in den Palast! Dann rein da! Der Bunker ist hinter dem Palast! Los! Ja. Warte, lass mich kurz nachladen. Gut, rein, Jungs. Ich sagte rein! Ja, ich kenne ja jetzt die Map so ein bisschen besser. Vom Multiplayer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, schön in mein Feuer laufen. So ist gut. Nicht stehen bleiben! Vorwärts! Vorwärts! Wo ist Saddam Hussein? Ich will ihn ausschalten. Okay. Weiter. Diese arabische Musik ist so geil. Luftunterstützung gebrauchen, Case. Okay, warte. Hier. Tarnkampfbomber. Bin auf dem Weg. 3-1, wir brauchen Luftunterstützung. Weiter vorrücken! Weiter, 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 Jungs. Geht rein! Ah, irgendein Gas. Brauche Hilfe! Einer geht in den Raum. Verfehlt! Okay, ich geh rein. Oh, oder doch nicht? Ach hier, der muss doch ausgeschaltet werden. Der Gastyp. Uns wirst du nicht vergasen. Ja, so tötet man die. Okay. Case Adler, zu mir. Wir gehen runter. Wir halten den Bereich. Beeilt euch besser. Ja, los, Jungs. Gesichert. Feinde im Inneren! Geschaffen. Einer geht in Deckung. Jeffers! Gesichert. Los geht's. Gut, weiter, weiter, weiter. Brauchen hier so eine Art Code. Hast du den Code? Na, mach mal hinne. Das ist es hoffentlich. Boah, er braucht echt lange. Digga, Marshall. Die machen es einem nicht leicht, was? Na, endlich. Gott, hat er ewig gebraucht. Vorsicht. Warte, ich geh vor, Jungs. Gesichert. Na, hier ist wieder so ein Code-Teil. Gütiger Gott. Saddam hortet hier unten Millionen. Scheiße. So viel ist allein das goldene Klo wert. Er würde das alles gegen eine Massenvernichtungswaffe eintauschen. Wir sind nah dran. Der Typ ist halt reich. Aber er hat das Geld bestimmt nicht illegal geholt. Gesichert. Okay, was haben wir hier? Ich habe hier einen Koffer gefunden. Was zum Teufel ist hier drin passiert? Ein Biolaborkabinett. Das muss Alawi gemeint haben. Oh, ja, stimmt. Was ist mit dem Koffer da? Sieh mal nach. Ja, das wollte ich doch machen. Ist das vielleicht ein Werkzeugkoffer? Nein, es ist eine Biowaffe. Guck mal, Marshall. Was haben wir? Eine Biowaffe. Die Wiege. Pantheon hat eine verdammte biologische Waffe. Und sie haben sie Saddam überlassen? Ein Muster davon, wenn ich das hier richtig sehe. Was hast du gefunden? Eine Disk. Und Notizen, alle russisch. Rohr geladen. Der Projektleiter ist Matvei Gusev. Klingt, als würdest du ihn kennen. Ich kenne den Namen. Gusev war Wissenschaftler im Biowaffenprogramm der Sowjetunion. Biopräparat. Laut Aufklärung ist er letztes Jahr aus Russland geflohen. Seitdem fehlt jede Spur. Gusev gab dem Pantheon eine russische Biowaffe? Nein. Hier steht, dass die Wiege einen anderen Ursprung hat. Eine Forschungseinrichtung, die ich kenne. Amerikanisch. Amerikanisch? Okay, die Besuchszeit ist um, ihr drei. Wir brauchen eure Hilfe hier oben. Wir kommen rauf. Bewegung. Habt ihr, was ihr wolltet? Nicht wirklich. Aber was wir brauchen. Wir müssen eine Abholzone sichern. Los, aufs Dach des Palastes. So, da bin ich wieder. Mein Mikrofon ist einfach ausgegangen. Keine Ahnung wie. Wir sind gerade hier auf diesem Dach und müssen die Leute hier alle wegballern, damit wir exfiltrieren können. Fahrzeuge aus dem Süden. Wir sind doch schon alle zusammen. Position halten. Ja. Okay, da kommen noch mehr. Haltet das Dach. Das sind Albaner, keine Iraker. Naja, sind trotzdem Terroristen. Kann ich so eine Fernlenkladung darunter schmeißen?
Oh mein Gott, das kenne ich ja wirklich, warte. Leute, es geht ja. Boah, hören die mal auf zu schreien. Ist ja nervig. Jungs. Asion und Iraker nähern sich. Wo bleibt unsere Exfiltration? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit. Circle 1, hier Talon 1. Lebt noch einen halben Klick entfernt. Bereit halten für Extraktion. Talon 1, das ist zu heiß. Es sind Feindhelis in der Luft. Verstanden, bleiben auf Distanz. Da kommen immer mehr. Verdammt nochmal, Jungs. Scheiße. Jetzt fühle ich mich hier ein bisschen wie bei Black Hawk Down. Nur, dass wir jetzt hier die Bösen sind. Alter, die gehen ja so auf den Sack mit dem ganzen Geschrei. Fuck! Der Brite ist tot. Oh, Scheiße. Scheiße. Ja, ich konnte da ja auch so viel machen. Ich war hinter einer Mauer und auf einmal tötet mich jemand. Pantheon Helis im Anflug. Ja. Circle 1-1, feindlicher Vogel im Osten. Ziele auf dem Boden nähern sich eurer Position. Ach, Jungs. Auf sie mit allem, was wir haben. Hier drüben ist ein Haufen Waffen. Warum habt ihr nicht gleich gesagt, dass ein Raketenwerfer ist? Oh, ich habe immer getroffen. Jetzt halt wirklich Black Hawk Down. Kommt schon, sammeln, Leute! Fahrzeuge aus dem Süden! Gar nicht sammeln. Muss sie alle ausschalten. Position halten! Da kommen noch mehr hier. Oh, verdammt nochmal! Haltet das Dach! Ziel gesichtet. Feindlicher Raketenwerfer! Macht sie fertig! Diese 2-1 wird laut und deutlich. Bereit für Überflug. Jawohl. Diese 2-1, wir brauchen jetzt Unterstützung. Angriff Achtung, bereit. Beschuss in unmittelbarer Nähe. Gut. Sie haben Freigabe. Passen Sie auf, nicht den Tempel. Pantheon und die Raka nähern sich. Wo bleibt unsere Exfiltration? Circle 1, hier Talon 1. Lebt noch einen halben Klick entfernt. Bereit halten für Extraktion. Talon 1, das ist zu heiß. Es sind Feindhelis in der Luft. Verstanden. Bleiben auf Distanz. Da kommen immer mehr. Wir haben zwei Blackhawks oben. Blackhawk down. Raketen. Zweiter Blackhawk down. Helis neutralisiert. Gut gemacht. Alter, Digga. Was zum Teufel? Diese Gegner sind so unfassbar. Bro, es geht so auf den Sack. Okay, ich schneide kurz. Kommt schon, sammeln, Leute! Fahrzeuge aus dem Süden! Diesel 2-1, bereit für Einsatz. Position halten! Da kommen noch mehr Iraker! Haltet das Dach! Feindlicher Raketenwerfer! Schmeiße Granate! Pantheon und die Raker nähern sich. Wo bleibt unsere Exfiltration? Circle 1, hier Talon 1. Lebt noch einen halben Klick entfernt. Bereit halten für Extraktion. Talon 1, das ist zu heiß. Es sind Feindhelis in der Luft. Verstanden. Bleiben auf Distanz. Da kommen immer mehr. Raketen. Macht sie fertig. Alle feindlichen Helis neutralisiert. Gut gemacht. Granate! Aufpassen!
Talon 1, der Luftraum ist sicher. Kommt her! Komm rein, der Klein. Ah, da kommt endlich die Unterstützung. Komm runter. Jungs, ran hier. Ey, nicht. Boah, fast hätte mich überfahren. Oder überfliegen, nennt man das so? Scharfschütze, in Deckung! Rein mit Jungs! Los! Na los, einsteigen! Sind alle drinnen? Kommando, Ziel gehört euch. Bestätigt, Angriff. Genießt die Aussicht. Granate, Vorsicht! Du gehst mit einem Knall, Park. Das hast du dir extra aufgehoben, nicht wahr? Schön, dich wiedergesehen zu haben. Sieh mal einer an, Edler. Wir sind mal einer Meinung. Mann, war das anstrengend. Das Pantheon hat eine biologische Waffe. Die Unterlagen aus dem Bunker, da stand ein Name drauf. Matvei Gusev, ein russischer Waffenforscher. Wir glauben, dass er noch im Irak ist. Irgendwo. Adler ist noch dort, um seinen Arsch aufzuspüren. Felix soll sich um die gefundene Diskette kümmern. Wir anderen untersuchen den Ursprung der Wiege. Wenn Adler recht hat, könnte das Ding aus einer US-Forschungseinrichtung stammen. Ein russischer Wissenschaftler und eine amerikanische Biowaffe. Wo zum Teufel sind wir hier reingeraten? Hast du Harrow nach dieser Forschungseinrichtung gefragt? Sie geht nicht dran. Sie sollte Livingston überprüfen. Du glaubst, dir ist was passiert? Dann wäre es meine Schuld. Das Gewicht der Welt auf deinen Schultern. Wir kennen das Risiko. Schon, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil es nicht nur um dich geht. Wie wär's, wenn du mit mir und Case in die Staaten kommst? Ich würd's mir überlegen. Ist Felix noch in der Küche? Beschwer dich nicht. Wir haben gut gegessen, während ihr in der Wüste wart. Er sollte die Disk entschlüsseln, die Adler gefunden hat. Wir brauchen den Inhalt. Hey, Chefkoch, hast du die Diskette geknackt? Geduld, bitte. Kryptographie ist wie Kugelfisch zubereiten. Zu viel Eile und du riskierst alles zu verlieren. Okay. Will er uns etwa Kugelfisch servieren? Du sagtest keine Beschwerden. Ach ja, hab ich. Sag, wenn wir abmarschbereit sind. Gut, dann sind wir wieder in unserer Basis. Nicht mehr diese Open World. Ich glaube, auch für ein Mal hat es gereicht. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oh, pass mal auf, Wutz. Leck mich! Ja, ich hab doch gesagt, jo. Pass auf. Lass dir helfen, Mann. Du mich auch. Mann, dann viel Spaß. Arme Krippel. Sieht das ja nach Spaß aus? Na, das habe ich nicht gemeint. Helf ihn mal. Marshall. Muss echt hart sein. Das Leben verteilt harte Schläge, Junge. Bei uns sogar noch öfter. Ganz ehrlich, ich hätte das nicht geschafft. Nach Hause zu kommen, nach allem in Panama, jemandem wieder zu vertrauen. Du glaubst an die, die dir den Rücken frei halten, für dich kämpfen. Adler war einer davon. Als die Unterlagen nach Panama auftauchten, Überweisungen an Adler von Raúl Menéndez, billiger Drogenhändler. Das stank gewaltig. Adler? Seine Brüder verraten für Geld? Willst du mich verarschen? Der Lebensstil, den er führt, ist nicht ganz billig. Hör zu, ich weiß, er ist gerne der Psychopath. Aber er ist auf unserer Seite. Er regelt die Dinge nur gerne auf seine Art. Früher kannte ich die Regeln, jetzt nicht mehr.
Du kriegst das hin, Kleiner. Dinge tun, Entscheidungen treffen. Ich würde gern mit dir Ärsche treten. Ich hasse es in dem Ding. Mal langsam, hör zu. Du bist wichtig, Mann. Ja, Stuhl hin oder her. Ja klar, es ist nicht mehr so wie früher, aber das, das ist stark. Vielleicht warst du Captain America früher und jetzt bist du wie Professor X. Wer? Verschwinde bloß, Mann. Diese komische Marvel-Anspielung. Naja, gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.